Herzlich willkommen zum LS15 Megaprojekt hier auf der wunderbaren Map Mönchwinkel. Ich stelle jetzt der Reihe nach einfach mal vor. Und zwar haben wir heute mit dabei den Really Fail. Morgen. Dann Captain Vollkorn. Jawohl. Sehr oder schön. Auch besser als Schumel von Chaotentruppe. Von der Chaotentruppe Super for You, ja. Genau. Sehr schön. Charlie ist dabei, von Charlie zockt. Moin Moin. Der Elb spielt, alias Daniel ist dabei. Hallihallo. Der Graf D ist dabei. Ja, der Graf D aus dem Hause Graf D. Sehr schön. Der Julian ist dabei. Hallo. Carvon ist dabei. Yes. Sehr schön. Mr. Tama ist auch dabei. Gut. Oder auch nicht. Ja, auch. Ja, ja, wenn der Smirnoff heißt, dann weiß ich, was er macht. Sehr schön. Dann haben wir noch Tomcat BW alias Thorsten. Jojo. Sehr schön. Und last but not least, der Smirnoff ist auch dabei. Servus. Und natürlich bin ich auch dabei. Das ist der feine Herr Let's Multiplay. Ja, wir haben ein kleines neues Projekt am Start. Wir haben keine Kosten und Mühen gespart und wollen jetzt mal so ein bisschen die Geschichte der Landwirtschaft zeigen, und dazu fangen wir mit Oldtimer-Mods an. Haben schon mal ein bisschen was gebastelt und gucken wir aber mal, was sich so im Laufe der Zeit so ein bisschen entwickelt. Ja, das ist, jetzt ist der Sinn. Synchronisation. Jetzt ist gerade schlecht. Jetzt ist gerade schlecht, genau. Dann sagen wir mal willkommen an die zugeschlagen. Ja. Der oh Mann, Synchronisation. Ich habe nicht auf Start gedrückt. Sicher. Ich hatte die Seite einfach bis das Spiel auf mit. Ihr seid böse Menschen. Ja, meine Lash. Ich merke schon, das ist hier alles sehr professionell. Ja, es sollte eigentlich professionell sein. Professionell, ja. So. Das ist doch gut, wir haben nur eine halbe Stunde Vorbereitung gebraucht. Ja, immerhin. Naja, gut. Da ist Giants dran schuldig. Ja. So, also der Vorteil ist, welche Uhr, wie spät ist es eigentlich? 18:02. Oh, das geht noch. 20:39. Sehr schön, ja. Boah, ich gehe, glaube ich, LS so weit runter, die Drescher sind so arschlaut. Ja. So, ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem ersten Feld an. Können sich die, weil nur die Abfahrer sind, in dem Fall Julian, Smirnoff, Tomcat und Carvon. Drescherfahrer in dem Fall der Graf, Charlie, Elb spielt, Fail und da hinten Mr. Farmer. So. Würde es einfach auch der Rest sagen können. Der Rest fährt ab, genau. So. Der Rest vom Schützenfest. Genau. Jetzt sind nur drei ab, ne, vier Abfahrer, aber vier Drescher. Wir haben noch nichts gewählt. Okay, ich glaube. Aha. So ist angenehm. Müssen wir euch mal neu zubeißen, oder? Ja. So, wir sind alle bereit. Dann können wir mal mit dem ersten Rapsfeld. Ja, viel Spaß. Was? Na, geht schon. Bin gespannt auf den Start. Ich auch. Oh. Graf. Falsche Taste. Moment, jetzt. B wäre nicht schlecht. B. Graf. Oh, ihr bringt mich jetzt völlig durcheinander. Moment. Zurück zum Start und auf, über los. Weiter. So, warte. Gib Gummi da vorne. So, fang doch mal neu an. Auf drei. Den Format, der stören soll. 1, 2, 3, geht los. Sehr schön. Ja. Ich fahre jetzt ich spiele jetzt in diesem Fall mal. Mein GPS ist verstellt. Ah. Was ist das denn für ein Scheiß? Meins auch, das lenkt ja nach links. Also der Daniel lässt gerne mal einen Meter aus. Ah, nein, der really Fail ist ein Meter weit links. Oh, yeah. Ja, also es gibt Punkteabzug, Freunde. Florian, warum hältst du an? Wenn man das so bei mir im Hintergrund hört, müsst ihr das sagen. Ja, man hört es. Scheiße. Geringfügig. Und das nicht zu wenig. Ja. Was tust du? Das ist sehr dezent penetrant. Leute, was habt ihr mit dem GPS-Kurs gemacht? Ich weiß auch nicht, irgendwas ist hier verstellt gerade im GPS-Kurs. Wir fahren ohne GPS. Ich wäre dafür, dass... Keine Ahnung. Ja. Ich meine, man muss ja auch mal dazu sagen, wir sind ja in den Anfängen der Landwirtschaft. Ich glaube nicht, dass da irgendein Farmer GPS hatte. Okay, ja gut. Das Ding ist auch, du stellst eine halbe Stunde ein, siehst, dass es nicht funktioniert und in der Zeit hättest das Feld auch schon so aufgehört. Das stimmt. Das ist meistens das Problem an der Sache. Ja. Bei mir lagerte das. Was ist denn das für Mod? Was sind den Anhänger der Raps drin? Das ist eine gute Frage. Smirnoff, welcher Mod ist das? Das ist dieser Fruchtmod, wo man Äpfel und Birnen und sowas ernten kann. Ah, vom Airways, okay. Richtig.
genau. Also nichts gegen die Smirnoff, aber dein Gefährt schaut ziemlich Käse aus. Das ist mein Gefährt. Das erinnert mich auf meinen Lego-Traktor, den ich früher gekauft habe. Der hat, glaube ich, ähnlich ausgeschaut. Lego Duplo. Nicht Lego-Technik. Ja, ich muss so aussehen. Ich habe früher auch gerne mit Lego-Technik gespielt. Ja, ja. Ich auch. Und Fischertechnik. Problem ist nur, dass es so arschteuer ist. Ja. Ja, das ist extrem teuer. Kannst du ja nicht teuer bezahlen. Da ist Minecraft noch billiger. Boah, so teuer ist das wirklich nicht. Also wenn ich aufzähle, was ich alles von Lego Technik habe, dann schlägst du dir dein Handy und kommt zusammen. Ja. Irgendwie rutscht mein Gefährt da extrem. Dann hast du wahrscheinlich den Drift-Mod noch drin. Den Tokyo. Wer kennt den nicht? Den Tokyo Drift-Mod, genau. So, das heißt, also ich fahre noch mal ein Stück vor am Ende des Feldes hier. Ja, und als kurze Hintergrundinfo auch noch, wir wollen natürlich in den weiteren Folgen, die jetzt noch kommen, natürlich auch ein bisschen die Entwicklung noch mal zeigen. Das heißt, wir fangen jetzt wirklich ganz klassisch an. Vielleicht gibt es wieder noch die Möglichkeit, ein bisschen Rinderzucht zu machen. Je nachdem, wer die Map Mönchwinkel kennt und gespielt hat, weiß, dass es hier ziemlich viele Extras auch noch gibt. Vielleicht kannst du mir noch mal was dazu sagen noch mal. Naja, die Mönchwinkel-Karte basiert eigentlich hauptsächlich darauf, dass man hier ein Wirtschaftskreislaufsystem hat. Sprich also mit dem Weizen fährst du zur Bäckerei, stellst das Brot her, etc. Sowas zum Beispiel. Oder Jungtiere von Rindzucht, Käuze, kriegst du hoch, findest du Fleischerei. Sowas zum Beispiel. Ja. Jemand hat den Streifen vom Fett. Ja, ich hab versucht, den Streifen auszupendeln, da muss noch einer drüber fahren. Weil ich glaube, der neben mir fährt, ich glaube, das ist der Graf, genau. Ja. Der hat leider Gottes eine falsche Spur erwischt. Ja, das ist das GPS, das mega schaut ja schon wieder nicht hin, ja? Nee. Fährt ja das auch gibt's doch nicht. Mein Gott, GPS hatten die damals nicht. GPS aus. Ja, GPS aus. Und wer da auch also vorne gerade eben durchs Feld fährt. So, Smirnoff. Rausfahren. Nicht durch die Frucht fahren. Bei Raps kriegt man schon so wenig raus. Ja. Ah. Genau, am besten die Spur auslassen, sonst. Ich glaube, wir werden eh nicht voll, wenn wir da jetzt hochfahren. Ja. Ich finde es wahnsinnig geil mit den Rapssäcken hinten. Ja. Das ist so beknackt. Na. Was? Wieso? Ich finde das total scheiße. Wieso? Kannst du zum Beispiel auch Wasser laden, so dann wird zum Beispiel dort Wassertanks aufgeladen. Ja. So. Genau, also genau. Raps, und das ist da, das schützt normalerweise einen Anhänger rein, die Insekten. Ja, aber ja. Es ist halt für die weitere Verarbeitung ist halt nicht verkehrt. Stell dir vor, da sitzt jemand hinten drauf und packt die Säcke Raps direkt fertig. Ja, das haben sie früher zwar auch so gemacht, aber es ist trotzdem nicht. Siehst du? Na also, dann ja, da ist es doch. Nichts anderes. Ja. Damals. Wir hatten ja nichts. Wir hatten nur Raps. Also nur Raps. Nur Raps zum Essen. Rapsbrot. Ja. Und wer braucht schon Rapsöl? Ne? Rapsöl. Wer von Interesse an, die nicht abgetankt werden, sollte nicht Bescheid sagen, ja. Ja. Flo und ich haben uns am Anfang, wo wir zwei Felder gesät haben, extrem erschrocken, weil hier muss man wirklich Saatgut holen. Das ist nicht einfach so dranfahren und auftanken. Ja, wir haben erstmal gerätselt, wie wir überhaupt Saatgut bekommen. Und dann hat es mir noch uns ausgeholfen. Ja. Und dann erstmal, mit welchem Fahrzeug holt man Saatgut? Und dann sind wir darauf gekommen, dass man mit dem T2 Saatgut holen kann. Ja, also der T2 ist der, also der VW T2, der hat hinten eine Saatgut-Ladestation quasi drauf. So, jetzt gucken wir mal. Und im Anhänger oder? Ist am Stau. Am Bulli selber oder am Anhänger? Am Bulli selber. Okay, cool. Also beides, Bulli und Anhänger kannst du jeweils das Saatgut. Tomcat, kommst du mich abtanken? Ja, bin dabei, ich muss das hier nur richtig. Ja, warte, bleib stehen, ich dreh mich hin zu dir. So. Das ist auch ein geiles Bild, ey. Also, was ist für ein Chaos hier? Carbon, ich hier der Fell braucht. Komm schon. Ja, ja. Okay. Wow. Sorry, er rutscht. Ich geb dir Rapsäcke. Ja. Ja. Tabletten nicht genommen. So, voll. Also ich muss aber ehrlicherweise sagen, jetzt die ersten 11 Minuten, die wir jetzt hier dabei sind, ich hätte es mir chaotischer vorgestellt. Nur chaotischer, ehrlich.
Ja, das sind 2 Meter übereinander. Ich bin kein Problem. Wo soll denn die, wenn ihr einen weichen das chaotischer gestaltet habt, dann wisst ihr, was der meint. Wieso funktioniert das nicht? So in der Rapsen, in die Lager oder? Ja, hau ins Lager. Ich würde sagen, jetzt da wir noch so kleine sind, würde ich eher sagen, dass wir erstmal alles ins Lager packen und dann warten, bis so große Anfragen kommen. Ja. Weil ich weiß jetzt nicht, wie der Spielstand, ob der auf schwer ist oder ob der auf normal ist. Der wird auf schwer gestellt. Ja, weil dann würde ich nämlich, wenn ja, bei schwer was so verkaufen ist, blöde. Ja. Also richtig dösig. Ja. Wo ist denn das Silo? Das Silo steht in der Mitte auf dem Hof, da ist ein... Wo ich gerade bin. Boah, Tomcat, wenn du gerade nichts zu tun hattest, ich hätte was zu tun für dich. Krass, mit 3 Bahnen hat Feld weg. Ja. Das ist ja noch ein kleines Feld, wenn das nächstes. Wenn du überlegst, wie lange haben wir hier mit der 9 Meter Sämaschine dran gesessen? Oh. Dreiviertel Stunde? Halbe Stunde, dreiviertel Stunde? Ich glaube, in dem Dreh. Das Coole ist, dann können wir auch irgendwie mit 3-4 Leuten sehen. Und hast du nicht gesehen, also dann geht das echt fix. Ja. Also wir haben jetzt... Der Sound ist nice für diesen gelben Charakter. Ja. Ja, also es gibt teilweise schon echt gute Mods, die... Also finde ich... Stimmt, müssen, ja. Die sich mittlerweile echt extrem... Also auch die Modder-Szene hat sich bei LS15 extrem gut entwickelt, finde ich. Es war am Anfang... Ehrlich, findest Also ich find's am also ich fand's ich manchmal, find, sie hat sich eher verschlechtert als verbessert. Ja. Der Modklau hat übelst zugenommen. Ja. Ja. Ja, dann sowas wie Modklau, ja. Jetzt zeigen die da sehr viele aufhören. Ja. Eben. Und vor allem, ich find... Man kann sagen, gute Mod und dünn besiedelt. Ja. Also, ich was vielleicht ein Thema jetzt für die letzten 3 Minuten noch mehr, was sagt ihr zum LS-Mod-Contest? Wer darf da mitmachen und wer nicht? Also, welche Modding-Teams oder welche Modder, für was ist das eher gedacht? Ist das für kleinere oder für größere? Zu leer, ja. An sich ist das für jedermann was. Heißt nicht, ob du groß oder klein bist, ob du gut oder... Es kommt auf den Mod drauf an. Nein. Und also so ein Modding-Team wie EBM-Modding mitmachen darf. Oder soll. Doch, warum nicht? Die haben sie das ja verdient, warum nicht? Gearbeitet. Die haben es nicht verdient. Ein BM-Modding macht gute Mods. Tomcat, so, bist du voll? Oder hier, Julian? Wenn es eher von Wein zwischen Tauern, dass sie was. Jetzt wieder sowas machen kann. Und das Spiel rückwärts in meinen Augen. Ah, hier, okay. Ja. So, wo fahren wir hin? Nie, unglaublich. Bleibt am hier, warte, bleib stehen. Was ist mit dem großen Feld da vorne? Ist das doch schön groß. Feld 15. Entschuldigung. Ich glaube 15 ist doch das, was da hinter den Bäumen da ist, da links, ne? Achso, ja, ich würde sagen, da wo wir jetzt das erste Feld gedroschen haben, würde ich zumindest mir schon mal einen Grubber schnappen und einen Trecker und dann schon mal anfangen zu grubbern. Das kannst du auf dem Feld. Ja. Und da kann ich dann auch... Ja, übrigens Spitzname von mir im Lundunternehmen. Grubbermeister. Grubberkönig. Ich hab trotzdem heute auf dem Server schon einen Grubber. Auf dem anderen. Ja, den müsst eigentlich grober. Jo, läuft. Kabo, mit dem Trecker musst du ein bisschen aufpassen. Der driftet ganz gerne. Ja. Also wenn du da so ein bisschen einschlägst, ist das ziemlich. Da sind extrem. Die Servolenkungsstangen nicht ganz so in Ordnung. Ja. Nee, das sieht ja aus, als würden mir so eine Bisonherde entgegenkommen, die ganze Mähdrescher. Die Bisonherde sitzt in. Wie kommen wir denn zu der 15? Die ist gar nicht, ist die 30 oder die 31 oder? 31. Wer hatte den Timer laufen? Ja, eh. Okay, gut. Immer 20. 14 Minuten. Gut. 14.04, 5, gut. 6. Ja. Mir ist wurscht, mein Aufnahmeprogramm ist uns abgeschmiert. Ich muss gucken, wie es beim nächsten Mal machen. Daniel, ich kann dir die Folge auch hochladen, dann kannst du die runterladen von mir, wenn du magst. Ich bin leer. Nee. So, die Mähdrescher zu mir. Ich einfach dann irgendwie mal nach einem anderen. Da ist schon wieder einer gegen die mobile Mischstation geraten. Ja, ich war gerade zu und habe die Knöpfchen alle mal gedrückt. Es war aus Panik alle Knöpfe gedrückt. Oh, da wo ich jetzt im Krammer drin. Ja, früher hatte man noch kein Smartphone. Da musste man andere Knöpfchen drücken. Da musstest du noch früher. An der Herentra. Früher liefen Trecker-Autos auseinandergeflogen, wie heute gibt das und macht da so, tut das und
fliegt wieder durch? Das lief und das flog auseinander, eins von beiden. Ja. Hey! Oh, Entschuldigung. Ich sag bloß, dass wir da so, Freunde, 15 Minuten wären dann. Ich weiß nur nicht, wie wir durchkommen. Sehr schön. Ja. Viel Spaß, dann war's das schon. Das war der erste Part. Ich schieb an. Ich stehe noch mitten im Stau. Nein, das wird nichts, wir müssen einmal alle zurück. Ja, super. Sehr schön. Also, ich muss hier, lass mich durch. Es pendelt sich alles langsam ein. Ich denke, dass das Projekt hat ein großes Potenzial. Lasst bei euren Leuten gerne ein Like da, lasst einen Kommentar irgendwie da stehen. Vor allem schaut auch, wenn ihr daran interessiert seid, bei den anderen Leuten vorbei. Ich wollte sagen, schaut mal unten in die Videobeschreibung, da sind alle verlinkt, die hier mit rumgeistern und machen und tun. Richtig. Und beim nächsten Mal ist der Schumi auch dabei. Hier über die Straßen. Ich muss noch die Monster laden. Ich hab noch. Ne? Er sagt mittlerweile 10 Stunden muss ich noch laden. 10 Stunden? Warte. Aber ich würde sagen, bevor der Part noch weiter Überlänge hat, bis zum nächsten Part. Bis zum nächsten Part. Tschüss. Ciao.